Mehr Umsatz generieren. Drei grundlegende Marketing-Tipps. Viele Unternehmer leiden unter zu wenig Verdienst und zu viel Arbeit. Sie schaffen es nicht, ihre Produkte teuer genug in Massen zu verkaufen, wie es zum Beispiel Apple macht. Sie wissen einfach nicht, wie das geht. In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Produkt zu hohen Preisen verkaufst, ohne viel in Werbemaßnahmen zu stecken. Bleib also dran bis zum Schluss, damit du nichts verpasst. Wie du einen Hype rund um dein Produkt erzeugst. Ich weiß noch, wie ich mir meine Apple Watch gekauft habe. Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, oh, sowas hätte ich schon mal ganz gerne, aber so richtig brauchen tue ich es eigentlich auch nicht. Ich hatte nämlich damals sowieso nie eine Uhr an meinem an meinem Arm haben wollen und habe da auch nie eine gehabt. Also von dem her hat es auch gar nicht so sehr zu meinem Verhalten gepasst. Aber es hat mich schon irgendwie interessiert und ich habe es mir immer wieder angeschaut und habe mir dann gedacht, nein, das ist zu teuer, ich kaufe mir das jetzt nicht. Und so ging es eigentlich dahin. Das ging wirklich monatelang so. Ich habe mir das immer wieder angeschaut, dann gab es wieder neue Werbung, dann kam auch wieder die Ankündigung, es gibt wieder eine neue Version davon. Da hat es mich natürlich noch mehr interessiert, weil dann kam halt wieder ständig die Meldungen darüber auf allen möglichen Plattformen. Trotzdem habe ich dann immer gesagt, nein, jetzt nicht. Und dann hatte ich irgendwann mal einen wirklich sehr großen Auftrag gehabt und der war auch sehr schön. Den haben wir auch sehr gut zum Erfolg gebracht, da habe ich viel verdient. Und dann habe ich mir am Ende gedacht, dafür möchte ich mich jetzt auch belohnen. Und wie könnte ich mich denn belohnen? Da ist mir die Watch eingefallen. Davon habe ich mir dann die Watch gekauft. Insofern ist es gut, weil ich kann mich immer noch daran erinnern, da hatte ich einen großen Auftrag und der war sehr erfolgreich und deshalb habe ich jetzt die Watch dran. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass dieses Interesse an der Watch nach dem Kauf doch deutlich nachgelassen hat. Die war natürlich interessant noch für die erste Zeit, das Ganze, die Rumspielerei, das Ausprobieren, was kann ich damit alles machen, aber es war auch relativ schnell wieder vorbei. Also die Vorfreude für dieses Produkt, die hat länger gedauert. Lief über mehrere Monate. Die Freude dann mit dem Produkt lief nicht mehr so lang. Das waren dann vielleicht noch ein paar Wochen, dann war das auch vorbei. Und dann kamen wieder neue Watches raus und meine Watch war plötzlich alt. Sie funktioniert immer noch, ich habe sie immer noch. Von dem her habe ich da jetzt nichts geändert, aber ich glaube, ich habe eine Apple Watch 3 und mittlerweile sind sie bei 7 angekommen. Also es ist nicht mehr, bei weitem nicht mehr diese Vorfreude, die ich damals mal hatte oder diese Freude. Also ich freue mich immer noch dran, gar keine Frage. Und trotzdem war das schon faszinierend. Und das passiert mir öfters. Das ist nicht nur bei der Watch so, sondern es ist einfach so, dass die Vorfreude fast größer ist als die Freude dann selber. Oder ist es zumindest beides gleich groß. Schon sehr interessant. Ja, das wichtig bei so einer Werbekampagne sind immer vier Sachen. Das eine ist das Datum, wann geht's los? Und dann vielleicht sogar noch die exakte Zeit. Bei Apple sind ja manchmal die Leute in der ganzen Schlange vor der Tür, bis dann endlich aufgemacht wird in der Früh um 8 oder 9, ich weiß nicht, wann die aufmachen. Also die Zeit, dann noch der Ort. Ja, bei Apple wieder die verschiedenen Verkaufsläden oder auch im Internet, vielleicht eine Webseite. Und dann auch der Zeitraum. Wie lang läuft der Verkauf? Das sind die vier Sachen, die wichtig sind für eine Verkaufskampagne. Und wichtig ist es, das Gefühl der Vorfreude zu wecken. Denn die Vorfreude ist das, was die Leute anzieht. Und du kannst mit dem Verkauf die Freude dann quasi verdoppeln. Wenn du die Vorfreude geschafft hast, dann kaufen sie und dann verdoppeln sie die Freude nochmal. Das funktioniert nur, wenn sich deine Käufer, deine Interessenten auch ständig damit beschäftigen. Sie müssen sich vorstellen, wie es denn sein wird, wenn sie das Produkt dann haben. Und das kannst du einbauen in deine Verkaufsmessage, in deine Verkaufsgeschichten. Wenn du für diese Vorfreude auch kommunizierst, dann bringt es auch Aufregung. Die Leute werden aufgeregt. Sie fühlen diese Freude dann schon. Und das ist es, was die Leute anzieht. Sie fühlen, wie sie glücklich sind, wenn sie sich damit beschäftigen. Und das ist deine Aufgabe für dich als Marketer, als Erzeuger von Werbekampagnen, die auch wirklich die Leute anziehen für dein Produkt. Sie basieren auf der Vorfreude auf dein Produkt. Es funktioniert überhaupt nicht, wenn du das ohne das versuchst, wenn du ein Produkt erstellst heute und morgen einfach zum Verkauf anbietest. Dann fehlt diese ganze Vorfreude auf dein Produkt. Dann fehlt die ganze Werbekampagne dazu und dann wirst du auch nicht gut verkaufen. Dann wird es einfach nicht so gut funktionieren. Und deshalb musst du vorher, bevor du dein Produkt verkaufst, einen Hype erzeugen. So wie das die großen Firmen auch machen. Und wir können das heute auch im Kleinen machen, indem wir das Internet nutzen. Genau dafür ist es da. Also erzeuge deine Werbebotschaften so, dass du die Vorfreude schürst, die Aufregung und dieses Gefühl des Glücklichseins, wenn sie dann teilnehmen an deinen Verkaufsveranstaltungen und dann auch wirklich kaufen dürfen. Wie du Aufmerksamkeit erzeugst, die zum Kauf führt.
Denn darum geht's. Wir müssen Aufmerksamkeit erzeugen, nicht nur wegen der Aufmerksamkeit wegen, sondern wir wollen die Leute wirklich zum Kauf dann auch bringen. Ja, ich kann mich erinnern, wie wir mal an einem Meer waren und waren da zum Baden und ich habe das geliebt, wenn dann Wellen da waren. Oft war ja auch, war das Meer auch ganz ruhig, da war gar nichts. Und wenn zu viele Wellen waren, dann durften wir auch nicht ins Meer. Aber wenn das gerade so waren, dass die Wellen recht groß waren und kräftig waren, aber noch nicht zu groß, dann durften wir noch ins Meer. Und dann habe ich die Wellen schon sehr genossen. Und die haben ganz schön viel Kraft. Wenn ich mich da so reinstelle und die mich ungünstig erwischen, dann kann das auch wehtun. Aber was halt richtig schön war, war in diese Wellenkrone reinzukommen und im richtigen Moment abzuspringen und sich dann mitziehen zu lassen. So eine Welle kann mich ganz schön weit mitziehen. Und das fand ich schon faszinierend, wie das funktioniert, wie die diese Kraft nutzen kann, damit sie mich mitnimmt. Und genauso ist es bei dem Produktverkauf. Kein Produkt verkauft sich von selbst. Das ist einer der größten Irrtümer, den wir da draußen haben. Aber wenn in deinem Markt eine Werbekampagne stattfindet von jemand anderem, die groß sein mag, weil es vielleicht ein großer Konkurrent ist oder weil es vielleicht jemand ist, der auch deinen Markt bedient, aber eben schon lange drin ist, dann kannst du diese Aufmerksamkeit nutzen. Das ist wie eine Welle. Da kannst du dich mit draufsetzen mit deinem kleinen Produkt und kannst da mitmachen. Wenn du da mitmischst, dann trittst du vielleicht nicht so in Erscheinung, aber du läufst auf der Welle mit und auch du wirst dadurch mehr verkaufen, als wenn es diese große Welle nicht gibt. Der Steve Larsen, einer meiner Coaches, hat erzählt, wie er die Marketingaktivitäten von einer großen Firma genutzt hat, von ClickFunnels. Die sind sehr, sehr groß, Faktor 100 größer als seine Firma. Und die machen einmal im Jahr ein großes Event, da kommen dann 3.000, 4.000, 5.000 Leute dazu. Heißt Funnel Hacking Live, dieses Event. Und er hat sich dann überlegt, wie kann er das nutzen, um seine Produkte zu verkaufen. Und hat dann gesagt, okay, ich mache auch ein Event, ist halt kleiner dann. Und ich mache das Event am gleichen Ort, einfach 2 Tage vorher, im Hotel gegenüber. Und das hat er gemacht. Und dann haben viele Leute gesagt, die den Steve Larsen also kennen, ich gehe sowieso dahin, dann gehe ich halt 2 Tage eher hin, dann nehme ich noch das Event vom Steve Larsen mit. Und so hat der Steve Larsen seine Veranstaltung vollgekriegt. Einfach weil er die Welle von dem Großen von ClickFunnels genutzt hat für seine Veranstaltung. Dadurch musste er gar nicht so viel Werbung machen, weil die große Werbekampagne war da und er hat sich einfach mit draufgesetzt. Also nutze existierende Werbekampagnen von den Großen und führe dann deine eigene Werbekampagne durch. Häng dich damit dran. Wenn du eine eigene Werbekampagne durchführst, ganz ohne alle anderen, also deine eigene Welle generieren möchtest, ist das richtig harte Arbeit. Das ist anstrengend. So eine Welle im Meer selber zu erzeugen, geht eigentlich gar nicht. Aber wenn du das dann versuchst, dann brauchst du halt wirklich viel Kraft. Wenn es dir natürlich gelingt, dann ist es schon eine großartige Methode und du kannst viele Verkäufe bekommen. Aber das ist eher gedacht für die großen Unternehmer, nicht für die vielen kleinen Unternehmer, wo wir auch dazugehören. Für die kleinen Unternehmer ist der andere Weg besser. Wir schauen uns einfach an, was machen die Großen. Und wenn die Großen eine Werbekampagne machen, dann nutzen wir die für uns. Apple hat es auch so gemacht. Als sie noch kleiner waren, haben sie sich mit ihrem Mac gegen den PC positioniert. Der PC und IBM und Microsoft und ich weiß nicht, wer das alles waren, die waren halt damals schon groß. Und Mac hat einfach gesagt, wir sind besser. Und durch dieses gegen den PC positionieren, haben sie die Welle mitgeritten. Und haben dadurch extrem viel Umsatz gemacht. Also das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen und Hype zu bekommen, der dann auch zum Kauf von deinem Produkt führt. Hilf mir, dass mein Kanal weiter wächst, damit noch mehr Menschen Unternehmer werden und zum Wohlstand kommen. Klicke auf Daumen hoch und abonniere den Kanal. Auf welchen Produktkauf freust du dich heute schon? Schreibe es in die Kommentare. Ich werde jeden Kommentar beantworten. Wie du den Preis für neue Produkte bestimmst. In der Corona-Krise mussten alle Läden schließen und der Umsatz ist eingebrochen. Aber ein Laden, der musste nicht schließen und der war auch noch in der teuersten Meile in München, in der Maximilianstraße. Und das war Louis Vuitton. Louis Vuitton hat Luxusartikel oder verkauft Luxusartikel und die Leute wollten auch in der Krise noch immer die 1.000-Euro-Tasche kaufen. Und interessanterweise sogar mehr als vorher, obwohl die Leute gar nicht mehr den Laden besuchen konnten. Das waren halt oft reiche Ausländer, die dann auch nicht mehr fliegen konnten, weil es war ja alles gesperrt. Louis Vuitton hat trotzdem verkauft und die haben das halt dann gemacht über Telefon und über Internet. Die ganzen Mitarbeiter mussten nach wie vor ins Geschäft kommen und der Laden lief. Und sie haben sogar noch mehr Gewinn gemacht als außerhalb der Corona-Krise. Damit du auch gut verdienst, musst du deinen Gewinn planen. Wenn du
einfach meinst, du machst das billigste Angebot, damit möglichst viele kaufen, dann wirst du scheitern. Denn wenn du der Billigste sein willst, wirst du das nicht überleben. Du führst dann einen Preiskampf, den du früher oder später verlierst. Um das zu lösen, positioniere dich als Premium-Anbieter. Du legst einfach deinen Preis 10% höher fest als alle anderen. Davon musst du sowieso alles bezahlen, was anfällt, wie Werbekosten, Einkauf, Lieferkosten, Steuern, Personalkosten und weitere Kosten. Und du willst ja auch noch was verdienen, soll auch noch eine Verdienstmarge übrig bleiben. Und das geht als Premium-Anbieter am besten. Also überleg dir, wie du Premium-Anbieter werden kannst und hochpreisig verkaufen kannst. Wenn du dir dein eigenes Online-Business aufbauen willst, dann schau dir meinen Kurs an, mit dem du dein Ziel schneller und einfacher erreichst. Gehe dazu auf petermartini.de/online-business-erfolgssystem. Dort erhältst du alle Infos zum Kurs. Ich zeige dir, wie du deinen Online-Kurs erstellst und verkaufst auf dem kürzesten und sichersten Weg.